Wird die Erde eines Tages von Außerirdischen angegriffen und wird die Menschheit ausgelöscht? Kurzum, werden die Aliens einmal unser Verhängnis sein? Das erfahrt ihr jetzt bei Mission Zukunft. Herzlich willkommen. Die Suche nach außerirdischem Leben ist ja bereits voll im Gange. Überall wird fieberhaft nach Exoplaneten gesucht, die irgendwelche Formen von Leben beherbergen könnten. Es werden Radiosignale in den Weltraum geschickt und es gab ja die Voyager-Sonden und die Pioniersonden, die goldene Schallplatten unter anderem dabei hatten, die Außerirdische finden sollen und somit den Weg zur Erde gewiesen bekommen sollen. Heutzutage gibt es zwei große Organisationen, die sich komplett darauf konzentrieren, Aliens zu finden und denen Nachrichten zu schicken. Da ist zum einen das SETI, das Search for Extraterrestrial Intelligence und das METI, Messaging to Extraterrestrial Intelligence. Im Rahmen dieser beiden Projekte wurden schon Nachrichten überall hin ins All gesendet. An Planeten, an Sterne, an Sternenhaufen, an andere Galaxien. Überall sind unsere Nachrichten hingegangen. Aber so verlockend die Vorstellung auch klingt, dass außerirdisches Leben hier auf unsere Erde kommt, so gefährlich könnte es auch sein. Und wir müssen uns zunächst die Frage stellen, was würden Aliens machen, wenn sie hierher kommen und welche Gründe hätten sie hierher zu kommen? Und da sehe ich vor allem drei Möglichkeiten, was Aliens hier machen könnten oder was sie hier zu suchen haben. Erstens, es sind Forscher, ähnlich wie unsere Apollo-Astronauten. Zweitens, es sind Siedler, die Lebensraum suchen, ähnlich der Besiedlung der neuen Welt. Oder drittens, es sind gewinnorientierte Unternehmen, ähnlich den Ölkonzernen, die jetzt in Afrika Öl aus dem Boden pumpen und damit die Felder der kleinen Leute zerstören. Natürlich kommt es bei diesen unterschiedlichen Fällen auch darauf an, wie weit entwickelt die andere Zivilisation ist. Wenn hier Forscher herkommen, ist sie wahrscheinlich noch nicht ganz so weit entwickelt. Wenn sie besiedelt oder hier Unternehmen gleich herkommen, dann ist sie wahrscheinlich schon der Menschheit weit voraus. Um die Entwicklung einer Zivilisation und jetzt ganz konkret der Menschheit einmal zu verdeutlichen, habe ich hier ein Koordinatensystem mit einem Graphen. Auf der X-Achse seht ihr die Jahreszahl, in unserem Fall halt nach Christi Geburt, und auf der Y-Achse seht ihr die Punktezahl der Zivilisation. Ich habe mir den Ankerpunkt 2018 auf der X-Achse und 100 auf der Y-Achse gesucht. Also ist eine Zivilisation, die wie wir im Jahre 2018 liegt, 100 Punkte weit. Daran kann man dann gut gucken, wie viel eine andere Zivilisation oder wie viel die Menschheit ungefähr in 10, in 20, in 100 Jahren hätte. Und da kann man schon gleich sehen, am Anfang, da passiert noch nicht viel, aber dann gibt es irgendwann einen Ruck und dann geht dieser Graph nach oben und quasi ins Unendliche. Demnach glaube ich, dass der erste Fall, also Forscher, etwa von einer Zivilisation zu erwarten wäre, die 150 bis 400 Jahre weiter ist als unsere. Das ist dann auch etwa die doppelte Punktzahl, die die Menschheit hat, also so um 200 rum. In diesem Fall sollten wir zu den Forschern ausgesprochen freundlich sein und vieles von denen lernen, viele Technologien uns von denen abgucken, damit wir uns weiterentwickeln und einen Sprung in unserer Wissenschaft machen können. Wir sollten aber Acht geben, denn Christoph Kolumbus entdeckte ja Amerika und läutete somit auch das Zeitalter dieser Besiedlung Amerikas ein, dieses Unterdrückens der Ureinwohner. Und das darf natürlich mit unserem Planeten nicht passieren. Da müssen wir ausgesprochen vorsichtig sein. Aber wir sollten zu denen freundlich sein und viel von denen lernen. Weiterhin sage ich, dass eine Zivilisation uns irgendwie besiedeln will, wenn sie mindestens 400 Jahre weiter ist als wir. Sie braucht neuen Lebensraum, hat vielleicht auch durch eine Art Klimawandel oder durch einen Krieg ihren eigenen Heimatplaneten zerstört oder hat einfach zu viel Bevölkerung und wandert deshalb aus. In diesem Fall sollte die Menschheit sich sehr schnell anpassen, sehr schnell lernen oder sie wird untergehen. Das ist dann nicht zu verhindern, dass diese Zivilisation, die ja so viel weiter ist, so viel bessere Technologie hat, die wird uns überrennen. Wir haben dann keine Chance mehr.
Kommen wir zum dritten Fall, der eintreffen könnte, nämlich den Unternehmen. Ich glaube, das wird irgendwann so ab 600 Jahren weiter als unsere Menschheit, also ungefähr im Jahr 2618 passieren. Ja, diese Unternehmen, wenn die einmal hierher kommen, dann haben wir verloren. Dann gibt es für uns keine Chance mehr, denn dieses Unternehmen, das hat sich dann so spezialisiert darauf, um Rohstoffe zu farmen, sage ich ja schon, um Rohstoffe zu gewinnen und dabei keine Rücksicht zu nehmen. Ein Unternehmen will nur Gewinn machen. Ein Unternehmen nimmt keine Rücksicht. Wir hätten in diesem Fall eindeutig verloren. Allerdings ist die Chance dafür, dass so ein Unternehmen unbedingt auf die Erde will, relativ gering. Es gibt ja noch viel bessere Möglichkeiten, Rohstoffe zu gewinnen in unserem Sonnensystem. Zum Beispiel die Sonne, da kann man Energie herbekommen, oder den Jupiter oder den Saturn, das sind ja alles Gasplaneten, da kann man viel besser Rohstoffe, also farmen sozusagen, abbauen auch. Oder auf den Monden, ja. Die Erde wäre vielleicht ein Ziel, wenn diese Zivilisation unseren Planeten zu einer einzigen Monokultur machen würde und alles zu Ackerland verwandeln würde. Das heißt, die brauchen Nahrung und dann wäre es ihnen ein leichtes, die Menschheit und alle Tiere und Pflanzen, die hier leben, einfach mit Nanorobotern zu zerstören, zu töten, dann mit ihren irgendwelchen ja, Maschinen unsere Erde glatt zu machen und somit alles zu Land zu verwandeln, dann könnten sie die gesamte Fläche der Erde benutzen, um dort Pflanzen aufzuziehen. Denkbar wäre auch, dass so eine Firma manche Menschen oder viele Menschen sogar entführen würde auf ihren Heimatplaneten, um diese Menschen in Zoos zu bringen und somit Geld zu verdienen, also in Art-Zoos. Man weiß ja nicht, wie es da aussieht oder wie die aussehen. Es könnte aber sein, dass sie so ähnlich sind wie Menschen. Denkbar wäre auch, dass die Menschen dann benutzen, um ihre Gene zu verändern. Das heißt, die gucken bei uns, was für Gene haben wir, kopieren die, bauen die sich bei sich ein, um in unserer Atmosphäre zum Beispiel atmen zu können, um hier dann zu leben. Das heißt, das wäre wieder so ein Schritt vor der Kolonisation unserer Erde. Aber egal, was am Ende passiert, wahrscheinlicher ist sowieso, dass sich jede Zivilisation irgendwann selbst auslöscht, genauso wie unsere Menschheit durch einen Krieg, durch künstliche Intelligenz, durch Nanoroboter, egal was. Die Chancen stehen sehr hoch, dass die Menschheit sich selbst auslöscht. Aber vielleicht sollten wir in Bezug auf Seti und insbesondere auf Meti etwas vorsichtiger sein und nicht wahllos Signale in den Weltraum funken. Ja, wenn ihr zu diesen und vielen anderen Themen nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne hier oben auf den Abo-Button klicken. Das würde mich sehr freuen. Es werden hier auch noch weitere Videos dazu erscheinen. Natürlich auch, wenn ihr euch für Latein interessiert, das mache ich ja auch auf meinem Kanal, das ist so ein kleiner Duo-Kanal hier, dann auch gerne abonnieren. Es freut mich sehr. Ansonsten habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und ciao.